Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist As Reiter und wir sind in Folge Nummer 18 von Astroneer. Ja, letztes Mal hatten wir da das Forschungsobjekt geholt und haben das da reingeschmissen. Das ist am Laufen und ich sehe, da hinten in der Ferne ist noch so ein Teil. Das werden wir jetzt nach dem Intro gleich dann holen und dann weiter voranschreiten. Alles klar, dann würde ich sagen, bis nach dem Intro. So, dann wollen wir da mal hinlaufen. Ja, geht's hier so quer durch? Ja, geht's. Einmal da oben hinpacken. Ah, dachtest du, es geht so schnell, aber geht gar nicht. Dann das angepackt, F gedrückt, wie der Dralo mir das, nee, der Dralo nicht, der Mordrak mir das erzählt hat. Dralo hatte von der Shift-Taste gesprochen, dass man da alle Sachen auf einmal aufheben kann. Und dann legen wir das Ding da mal hin. Jetzt hat er es, glaube ich, da neben gelegt, ne? Aber es ist. Ach so, auf die Plattform auch trotzdem. Okay, auf dem Regal konnte er nicht, weil wahrscheinlich die Plätze zu eng beieinander sind. Gut, okay, da haben wir das. Der Vorsteher noch wunderbar. Wir wollen ja das Dynamit haben. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in unseren Buggy rein und fahren eine Tour irgendwo hin. Okay, dann mal los. Wo wollten wir hin? Zu der Portalkammer. Da ist, glaube ich, ein Loch. Ja, genau so ist es. Und da ist die Brücke. Und dieses Symbol, was war denn das noch für Zeug, was wir da brauchen, das wir da reinstecken müssen? Escape-Taste war das. Dann, glaube ich, hier die Rakete. Ja, Ressourcen. Das war wohl Laterit, was wir da brauchen. Okay. Dann wollen wir mal gucken, dass wir Laterit bekommen, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Irgendwo unten haben wir schon mal Laterit gefunden, das weiß ich. Und der Mordrak hatte mir auch gesagt, dass wir hier auf dem Weg irgendwo irgendwas hatten, was wir aufsammeln können, was man braucht, aber ich habe noch nichts gesehen. Da rechts ist nochmal Gemisch. Hier ist Ende. Hier ist die nächste Pipeline. Okay, da ist ein Loch, aufpassen. Vielleicht gucken wir mehr von oben, dann sehen wir auch die Löcher besser, ne? Okay. Er hat irgendwo gesagt, ist irgendwas zum Einsammeln. Also hier ist ja der Harz. Hier sehe ich nichts. Ist da oben noch was? Das da könnte was sein, ne? Da ist auch wieder ein Forschungsobjekt. Kriegt man das Forschungsobjekt hier an den Wagen angeklickt? Also diese Teile da, die sind bestimmt was. Die leuchten auch schon so nett. Okay, das Forschungsobjekt kann ich mir jetzt nehmen, wenn der Bildschirm dann mal stillhält. Okay, gucken wir, ob wir den irgendwie. Oh, super. Gucken wir mal, ob wir den irgendwie an den Wagen kriegen. Glaube ich aber nicht. Aber probieren geht über studieren. Wir haben ja da auf der anderen Seite so eine Stelle. Den. Da dran? Ne, ne. Macht er nicht. Oh. Akkschaden gleich. Nee, das funktioniert so nicht. Vielleicht brauchen wir einen Anhänger dafür. Kann man vielleicht sowas bauen? Weiß ich nicht. Und diese Teile da, die haben wir immer jetzt noch nicht abgebaut. Das müssen wir aber nochmal checken, was das ist. Okay, es gibt auf jeden Fall Material. Ist da noch mehr unter der Erde? Ja. Malachit ist das, okay. Hier noch mehr? Ich glaube nicht, oder? Doch, da ist noch was. Okay. Sind wir drei davon, oder? Glaube, der ist aber voll, oder? Holen wir mal wieder Sauerstoff.
Nicht den abmachen, ne? Also, da müsste ich hier dran, ne, um das da abzubauen, ne? Ja, weiß ich nicht, ob der jetzt voll ist. Auf jeden Fall haben wir hier zwei Stück Kupfer. Ah, Kupfergrundstoff, alles klar. Malachit ist Kupfergrundstoff, steht ja auch dran, ne? Okay, das bedeutet, wir brauchen da. Warte mal, an dem Teil geht noch was dran, ne? Oder? Ne, da sind diese zwei Booster. Ich glaube, auf der linken Seite wird noch einer gehen. Komm, lass uns noch einmal Malachit mitnehmen. Ne, das war falsch. Q ist richtig. Kommen wir noch einmal Malachit dran, ne? Okay, das ist eine richtige Höhle da, aber da ist noch Gemisch hinten, okay. Okay, da oben war noch eine Stelle frei an meinem Rucksack. Okay, jetzt kriegen wir das Gemisch, was ich gar nicht haben will. Ich möchte lieber das Malachit haben. Bauen wir gerade ab. Keine Energie, okay. Auf zum Auto, da gibt es Energie, oder? Luft gibt es auf jeden Fall. Und Sauerstoff gibt es, Strom gibt es auch. Gott. Und nochmal hoch. Ganz bisschen fehlt mir noch, glaube. Ist er jetzt voll? Ich glaube, jetzt ist er voll und eine Stelle im Rucksack ist noch. Aber hier ist nichts mehr. Wa? Doch da. Wieder keine Energie mehr, so ein Shit. Aber doch, da fehlt noch eine Stelle an meinem Rucksack. Okay, da muss noch mehr abgebaut werden für am Rucksack. Okay, jetzt ist er abgefallen und den wollte ich aber mitnehmen. Fall jetzt nicht da unten rein, ey. Den können wir auf jeden Fall noch auf den Wagen setzen. Und dann sind wir erstmal voll und fahren nach Hause. Den kann ich jetzt nicht noch mit anpacken, ne? Ne, geht leider nicht. Okay. Umdrehen, F drücken, alles klar. Nee, das bringt mir nichts. Das dauert zu lange, bis ich den zu Hause habe. Okay, dann auf zur Basis. Basis ist da rechts. Ich hoffe, hier ist gerade kein Loch unterwegs, wo ich gleich reinfahre. Da sieht es nach einem Loch aus. Ja, hier bin ich noch nie lang gefahren, ne? Ja, ich muss da lang. Okay, klappt gerade so. Okay, Auto ist da. Aussteigen. Und jetzt nehme ich den und packe den mal in den Drucker. Ne, da geht es nirgendwo rein. Den packen wir da rein. Erforscht ist schon, dann kann ich den zweiten, aber warte mal, ich könnte vielleicht das Malachit mal gerade einmal erforschen, vielleicht macht das Sinn. Ja, ich habe hier ziemlich viel an meinem Rucksack, ne? Das ist jetzt auch nicht so dolle, ne?
Ne, das kann ich nicht benutzen. Ich glaube, das war. Ach, da oben war noch einer. So, was bringt uns Kupfer? Gute Frage, ne? Können wir erstmal hier untersuchen. Gemisch, Harz, Kupfer, Arbeitslicht. Bringt uns Arbeitslicht viel? Ich kenne es noch gar nicht, ne? Helmkamera oder was? Ach so, das ist noch kein. Ach, wir müssen das erstmal da reinschmeißen, damit es Kupfer wird, ne? Den Drucker in Ruhe lassen. Und da schmeiße ich alles rein, aber einen lasse ich wieder mal zurück, weil wenn ich so eine Kammer da finde, könnte es sein, dass ich dieses Zeug pur da brauche, ne? Jetzt druckt dann Arbeitslicht, glaube ich. Oder brauche zwei. Ich glaube, da stand nur eins, oder? Ja. Okay, so sieht ein Arbeitslicht aus. Ich stelle es mal gerade hier hin. Mal gucken wir mal, wie das aussieht, das Arbeitslicht. Okay, ist hell. Sehr gut. Okay. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das schon sofort brauche, das Arbeitslicht. Ich glaube eher nicht. Warum macht der jetzt? Achso, er hat schon durch. Alles klar. Das wollten wir da behalten. Und der geht ja nicht, ne? Genau. Dann haben wir das erstmal hier soweit geschafft, denke ich mal. Jetzt müssen wir schauen, wie viele Forschungspunkte haben wir denn? 2300. Ich glaube, fürs Dynamit brauchen wir 3,5, ne? Also noch nicht so weit. Aber der Klumpen daneben, der ist ja schon der nächste, den wir da brauchen. Das Forschungslicht. Kann man das mitnehmen? Ich glaube ja. Ey, am Auto. Voll cool. Da macht's auch Licht. Krass. Okay, Biozeug. Haben wir genug. Harz ist jetzt hier. Harz war ja da eben auch zu bekommen, ne? Ich glaube, das lassen wir mal hier. Steckt das mal hier ans Lager dran, das Harz. Und die Biomasse, die gibt es um jede Ecke, da brauche ich sie auch nicht im Rucksack haben. Also auch weg. So, das Gemisch brauchen wir für die Dinger. Eigentlich sollten wir das sofort herstellen, ne? Für die Verbindung. Wo sind die Verbindungen? Da sind die Verbindungen. Produzier die mal. So, das hat gut geklappt. So, hier ist glaube ich nichts mehr dran, ne, oder? Ich kann den Rucksack nicht bewegen. Aber wenn, dann müsste man das ja auch sehen können, was da noch drauf steckt. Und ich glaube, auf der linken Seite weiß ich jetzt nicht, ob da was ist, aber könnte sein, muss nicht sein. So, okay. Batterie. Brauchen wir nicht. Einsteigen. Und. So fahren, ne? Oh, 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 oh. Was war das für Zeug, was ich da brauche? Weiß ich auch nicht mehr. Aber wenn wir es irgendwo finden, dann weiß ich es wieder. Einmal hier durch die Gegend gucken. Ich glaube, hier ist gerade nichts. Wir brauchen gleich wieder Strom. Wo geht die Reise hier hin? In ein Loch auf jeden Fall. Aber da ist nichts drin. Ich glaube, da rechts ist auch wieder Malachit, ne?
Längstes Harz. Hier ist noch irgendwas anderes. Mal wieder so ein Forschungsding, denke ich mal. Hier ist wieder Gemisch noch. Ja. Das da vorne, das ist gelb, aber es ist nicht. Doch, es ist doch Harz. Hier steht wieder ein Auto rum und eine Kapsel. Die brauchen nur Strom. Und jetzt ist unser Stromrad alle. Ja. Kurz einmal angeschmissen. Wenn wir wieder Strom kriegen. Ja, hat gut geklappt. Den wollte ich nur ausschalten. So, er braucht Strom. Okay, so ein richtiges Kabel verlangt er da. Was ich im Rucksack habe, das bringt mir nichts, oder? Oder doch? Hat das einen Stromanschluss? Ich glaube nicht, oder? Ah, das ist auch Sauerstoff, ist ja kein Strom, Blödsinn. Ich habe mal den Generator hier dran gehabt, ne? Oder ist das da oben einer? Ne, das ist der Erdkanister. Wenn ich den hier hinstelle, kriegt er einen Stromanschluss. Genau so ist es. Den mal so. Den mal so. Ah, super, hat gut geklappt. Ich wollte ihn nur noch anschalten. Da muss ich F drücken. Und wann ist der voll? Aufrechterhalten. Exodynamics Forschungseinheit. Reicht denn nicht meinen Strom hier? Kann ich nichts machen, ne? Irgendwie von der anderen Seite was zu tun? Muss ich irgendwo auf den Knopf drücken? Sieht wohl nicht so aus, oder? Gewünschte Energiezufuhr soll ich aufrechthalten, ja, aber wohl nicht mit diesem kleinen Generator, oder wie ist das? Ja, schade. Da oben? Nee, kann ich auch nicht. Gibt es einen Ladebalken? Habe ich auf die dritte Seite geguckt? Ich glaube nicht, ne, oder? Aber da sehe ich auch nichts. Ne, ich glaube, das bringt mir jetzt nichts so wirklich was, ne? Dann noch mehr Stromanschlüsse? Ne, ne? Nur einen, oder? Ja. Ja, weiß ich dann auch nicht. Oh. Also, er ist alle. Habe ich noch Grünzeug mit? Ne. Sollten wir vielleicht abbauen gerade. Okay. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt was bringt. Wahrscheinlich nicht. Das war falsch. Das war so. Vielleicht springt er gleich auf. Kann sein, aber ich habe keine Ahnung. Aber ich würde mal sagen, wir machen das hier erstmal zu Ende. Hören hier auf, packen den ein, setzen den hier wieder hin. Und schalten den mal aus, weil die Energie brauchen wir noch. Steigen an, fahren zurück und speichern dann ab. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, denke ich mal. Wir sind ja voll weit weg wahrscheinlich, weiß ich gar nicht, wie ich zurückkomme. Oh Gott.
Da ist schon die nächste Kapsel. Auch dieses Laterit oder was das war. Jetzt muss ich nur wissen, wo ich hin muss, ne? Da hinten ist auf jeden Fall was von mir, denke ich mal. Gut. Schauen wir mal, dass wir da wieder hinkommen, wo unsere Basis ist. Ich glaube, hier bin ich auch hergekommen. Sieht auf jeden Fall sehr aus, dass das hier war. Okay. Ja, hier war ich auf jeden Fall schon mal. Okay. Links rum die Basis? Ich glaube ja, ne, oder? Hier lang. Ja, da ist die Basis. Wunderbar. Okay, das mit dem Fahren wird auch immer besser. Wie wir gerade sehen, schafft man das mit dem Springen schon ganz gut. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.